Mittwochs klingelt der Wecker um 6 Uhr und das heißt dann auch zügig aufstehen und klar machen, denn um 7:30 muss man vollkommen eingeschaltet sein. Da beginnt der Petitionsausschuss. Alle müssen an Bord sein, alle müssen richtig entscheiden, alle müssen dabei sein. Wir haben immer eine volle Tagesordnung, wir haben Entscheidungen manchmal im Minutentakt und das heißt höchste Konzentration am Mittwoch früh für mich. Und einer der Jobs des Petitionsausschusses ist ja zu sagen, ihr habt schon gute Gesetze gemacht, aber an manchen Stellen sind sie nicht gut genug für den Alltag der Menschen. Und da haben wir heute 2, 3 Dinge auf den Weg gebracht, von denen ich sehr hoffe, dass die Regierung das übernimmt, weil ich erwarte, dass man aus Fehlern lernt und Lücken schließt. Wir haben jetzt kurz vor 9:30 und das heißt 9:30 Beginn der Sitzung des Ausschusses Arbeit und Soziales. Unsere Schwerpunkte Arbeit, Soziales, Rente, Politik für Menschen mit Behinderungen, das sind unsere Themen in diesem Ausschuss. Für eine Sozialdemokratin ist klar, dass Arbeitsmarkt und Sozialpolitik eine zentrale Politik ist. Damit steht und fällt Qualität der Arbeit einer Regierung ganz stark. Mein Arbeitsschwerpunkt in diesem Ausschuss ist Langzeitarbeitslosigkeit und ihre Beseitigung ein großes Thema in der Bundesrepublik Deutschland. Da ist noch ganz viel zu tun. Ebenso die Frage, wie gehen wir um mit älteren Arbeitnehmern? Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir in Zukunft sozusagen länger in Beschäftigung Menschen halten können. Dazu brauchen wir viel gute Arbeit, Arbeit, die nicht krank macht. Und ein drittes Themenfeld ist das der Verteilungsgerechtigkeit. Wir haben gute soziale Sicherungssysteme, aber sie wollen auch den aktuellen Anforderungen immer wieder angepasst werden. Die Frage, was können wir tun gegen Armut, die entsteht dadurch, dass man Kinder hat zum Beispiel, ein ganz brennendes Thema, ein richtiger Hotspot. Und das sind die Schwerpunkte, die ich vertrete. Meine Kollegen und Kolleginnen haben jeweils andere. Und wenn wir alles zusammennehmen, machen wir gute Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Erreichen will, hat 3 gute Adressen. Die eine ist in Berlin, das Büro, das wir hier im Jakob-Kaiser-Haus haben. Ich habe in Hameln ein Wahlkreisbüro und in Holzminden. Das heißt, es kann nicht daran scheitern, dass man nicht weiß, wie man mich erreicht. Ich habe überall ein gutes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich weiß, dass die freundlich und aufgeschlossen sind und deshalb gibt es einen direkten Draht zu mir und ich vermittle dann weiter, wenn ich selber keine Lösung herbeiführen kann. Ich kümmere mich auf alle Fälle. Wir haben jetzt Plenarzeit. Plenarzeit heißt, wir debattieren die wichtigen Themen hier im großen Saal des Bundestages. Ich bin Schriftführerin und mindestens jede zweite Woche habe ich 2 Stunden Dienst im Präsidium. Dann ist meine Aufgabe, die Rednerliste zu machen oder aber zu gucken, dass alle ihre Redezeiten einhalten. Das wird hier streng kontrolliert, damit auch alle zu ihrem Recht kommen. Das hat nun Kollegin Gabriele Lösekrug-Möller für die SPD-Fraktion. Wir haben heute Morgen hier in diesem Haus eine ausführliche Debatte darüber gehabt, wie wir Familienleistungsausgleich voranbringen wollen. Das ist eine ausgesprochen gute Debatte gewesen, weil sie gezeigt hat, wie viel wir in den letzten 10 Jahren für Familien und damit auch für Kinder getan haben. Hier in der Kuppel kann man ja sagen, das ist wirklich das Dach der Welt der Bundespolitik. Und das ist interessant, wenn man überlegt, was kann ich eigentlich für meinen Wahlkreis tun. Ich
glaube, dass ich in den 7 Jahren eine Menge erreicht habe, insbesondere was Verkehrsprojekte im Weserbergland anbelangt. Da fließt viel Bundesgeld rein und das kommt nicht von alleine von Berlin ins Weserbergland hin. Ebenso sind mir aber wichtig die Anliegen, die einzelne Bürger und Bürgerinnen haben. Und da können wir auch von der Bundesebene durchaus viel tun. Wir können nicht zaubern, wir erfüllen nicht alle Wünsche, aber da, wo ich durch Anstrengung was erreichen kann, tue ich das gerne. Und in den 7 Jahren, die ich jetzt hier im Bundestag bin, ist mir das auch schon häufig gelungen. Darüber freue ich mich sehr. Als ich 1972 in die SPD eintrat, das war die große Zeit von Willy Brandt mit Mehr Demokratie wagen. Das hat mich sehr motiviert und damals habe ich selber nicht geglaubt, dass wir mal ein großes Land werden würden. Und natürlich habe ich nicht mal davon geträumt, irgendwann im Plenarsaal des Bundestages zu sitzen. Im Nachhinein sage ich, gut, dass es so lange gedauert hat, bis ich in die Politik kam, weil ich einfach viel Lebenserfahrung sammeln konnte. Als Buchhändlerin, als Sozialpädagogin, als Mutter und auch als eine aktive Parteifrau, weil ich ganz lange Parteiarbeit gemacht habe, ehrenamtlich tue ich heute ja auch immer noch. Und das sind gute Voraussetzungen, um auch ordentlich Politik zu machen. Brandt hat gesagt, jede Zeit verlangt ihre eigenen Antworten, auch politisch. Das sehe ich genauso. Wir haben heute andere Herausforderungen, allein wenn ich an Globalisierung denke, allein wenn ich an verändertes Umweltbewusstsein denke. 1972 ist es beinahe ein ungeborenes Wort gewesen. Deshalb sage ich auch, Menschen, die Politik machen, dürfen nie aufhören zu lernen, weil wenn sie stehen bleiben, finden sie auch nicht die richtigen Antworten.